Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online. Ja, meine Lieben, heute machen wir weiter. In der letzten Folge habe ich ja nochmal alle Plätze gezeigt, wo ihr Kapitel 1 Token finden könnt. Und ich dachte, wir machen jetzt nochmal, weil es gibt jetzt noch zwei Quests. Einmal bei James, das ist die Kapitel 2, das will ich noch nicht machen. Und dann hier einmal unten bei der lieben. Wie heißt du? Wie heißt du? Penny. Ja, dann fangen wir hier mal an. Hallo, hast du einen Moment? Ja? Super, super. Meine Schwester Polly und ich haben einige Hindernisse und Dekosachen bei James für unsere Ponystrecke bestellt. Cool, oder? Ich weiß, Ponys sind so cool. Es gibt ja noch keine Wettbewerbe für Ponys, deswegen wollten wir Silverglade erstens und exklusiven Ponylauf erstellen. Darum geht es jetzt allerdings nicht. Wir haben die Bestellung bei James schon vor ein paar Wochen aufgegeben und ich habe auch gesehen, dass er bereits seit einer Woche ein großes Paket bei sich stehen hat. Das Problem ist, dass er mir immer davonläuft. Er vermeidet mich die ganze Zeit. Ich verstehe nicht warum. Er war noch sehr nett zu uns, als wir ihn für unsere Bestellung bezahlt haben. Ah, typisch James. Kannst du nicht mal mit ihr reden? Mit ihm heißt das, reden. Du machst es? Super duper. Sag uns dann Bescheid, was passiert ist. James, James, James. Wo führt uns das wieder nur hin? Bestimmt in kein gutes Ende. Wer denkt schon an die Ponys? Das ist nicht nett, James. Gar nicht nett. Hallo Lia, bist du hier, um an meinem Rennen für richtige Pferde teilzunehmen? Nein? Du fragst dich, wo die Hindernisse sind, die Penny und Polly bestellt haben? Naja, ich hab sie. Aber ich kann sie ihnen nicht geben. Das wäre schlecht fürs Geschäft. Was hast du gemacht, James? Okay, Lia, du hast wohl recht. Ein Deal ist ein Deal. Aber ich werde viel Geld durch diesen Ponylauf verlieren. Weißt du was? Wenn du mir mit einer Kleinigkeit hilfst, dann bringe ich die Sachen mit der Lieferung in Ordnung. Gut, reite runter zu den Ponys und fotografiere sie auf der Plattform. Ich werde die Fotos ausdrucken und an die Touristen als Postkarten verkaufen. Klasse, oder? Dann kann ich ja doch etwas Geld an den kleinen Geschöpfen verdienen. Komm zurück, wenn du fertig bist. Philippa Heirat. Gott, was ist das denn für ein Name? Die ist bei mir gerade online. Ja, wenn ihr mit mir befreundet sein wollt, ich habe noch Platz auf der Freundesliste. Ich nehme jede Freundschaftsfrage an. Diesen Fehler hatte ich schon einmal gemacht. Da war ich zum ersten Mal in Silverglade. Ich nehme jede Freundesliste an. Oh Mann. Pö. So ein knuffiges Pö. Oh, ich weiß noch, wo die alten Modelle damals hier standen. Oh, diese Zeiten.
Ein Foto noch. Nein, in der Ecke ist ja gar nicht mit drauf gekommen. Dieses arme kleine Püder. So. Zurück nach James. Ich hoffe, er hat das mit der Lieferung jetzt in Ordnung gebracht. Sonst müssen wir noch mal wie ein Wörtchen mit dem Guten da reden. James Cloudmill. Hast du die Lieferung in Ordnung gebracht? Dann schauen wir mal. Und? Also, während du die Ponys fotografiert hast, habe ich mich um die Lieferung von Penny und Polly gekümmert. Die Ware kann nun ausgeliefert werden und als Wiedergutmachung werde ich das Paket höchstpersönlich zu Ihnen fahren. James, hast du die guten Hosen an und keine Sparhosen? Was ist komisch, dass ich das gratis mache? Lia, ganz tief in meiner Brust, da wohnt ein riesiges Herz aus Gold. Ja. Herz aus Gold. Wenn das stimmt, dann kann ich es vielleicht mit einem billigen Schrittmacher ersetzen. Ein Goldherz muss ja ein Vermögen wert sein. Da ist der James wieder. Der hat die Sparhosen an. Verzeih, Lia. Ich träume mal wieder. Reite zu Penny zurück und erzähle ihr, dass die Lieferung auf dem Weg ist. Mein Magengefühl dreht sich. Mein Magen dreht sich um 180 Grad. Nee. Um 90 Grad. Es steht auf dem Kopf. Und das heißt, es ist keine. Da ist was faul. Hundertprozentig. Da ist eben irgendwas faul. Wie war's, Lia? James hat unsere Bestellung losgeschickt. Super duper. Du bist toll. Ja, schön, dass du mich toll findest, aber ich traue den James nicht. Er bringt es sogar kostenlos zu euch hin und das ist kein James, den ich kenne. Lia, jetzt wird es Zeit, die Strecke aus. Lia, jetzt wird es Zeit, die Strecke aufzubauen. Triff Polly und mich bei der Ponykuppel. Wir brauchen deine Hilfe. Die Ponykuppel liegt hinter Giles Gruft und vor dem Silverzongenfluss. Ich muss hier noch ein wenig Kram erledigen, dann komme ich. Okay, Penny, dann reite ich deine Schwester Polly. Ja, dann gucken wir mal, wie wir die beiden helfen können. Aber wie gesagt, mein Magengeschwür, das bleibt. Okay. Hatte ich irgendwas angenommen? Ich habe keine Ahnung. Ich bin blöd. Aber nicht zum ersten Mal. Oh, ich bin mal gespannt, wann wir. Ja, okay, nach Jahrheim hätten wir schon längst hinkommen können, aber ich möchte noch nicht. Ich möchte Jahrheim noch ein bisschen geschlossen halten. Denn ich möchte erstmal hier Fort Pinter erstmal abgrasen. Aber wir werden noch in Level 6 nach Jahrheim noch hinkommen. Das verspreche ich euch. Aber wir haben noch genug Zeit. Wir können dann vielleicht noch nochmal nach Silverglade vorbeischauen und so. Springen, Pferd, springen. Da haben wir sie ja schon, die gute. Hallo Lia, ich wurde von einem Fischerboot mitgenommen. Deswegen ging es schneller, als ich dachte. Aha. Also, jetzt fängt die lustige Arbeit an. Wir müssen die Hindernisse aufbauen, alle Schilder aufstellen und aufräumen und putzen. Es gibt einiges zu tun, aber wenn wir alle mitmachen, geht es ganz schnell. Lia, kannst du die Hindernisse aufstellen? Sie sind so schwer,
Deswegen wäre es toll, wenn du sie mit deinem Pferd transportieren könntest. Machst du das? Danke. Komm danach zu uns, sodass du die Strecke testen kannst. Ja, ich kann die noch aufbauen, aber ich kann die nicht testen. Weil dafür braucht man ein Pony. Und ich möchte erst Blue Fire ausgelevelt haben, bevor, ja, bevor ich mir ein Pony diesmal dann kaufe. Und wie gesagt, ihr könnt mir immer noch unsere Pony-Folge schreiben, welches Pony ich mir holen soll. Es steht auch alles offen. Komm, Pferd, du kommst du nicht mal über diese blöden kleinen Hindernisse. Das ist eine Ponystrecke. Du bist ein Scheier. Du bist auch zweifach größer als ein Pony. Und dann geht es zurück. Perfekt, das wird super duper. Jetzt können wir die Strecke ausprobieren. Sprich mit Polly. Das ist super duper spannend. Ja, wie gesagt, weiter können wir nicht machen, weil ich brauche dafür ein Pony. Okay, meine Lieben, damit verabschiede ich mich jetzt hier und dann gucke ich mal, ob es in die nächste Folge dann Richtung ja allein geht oder ob wir uns hier, also ob wir da uns treffen oder in Silverglade, weil wie ihr schon wisst, wir haben da schon mal ein bisschen über Big Bonnie geredet, also der Grabsmann und so, weil er macht sich ein bisschen Sorgen, wo Big Bonnie ist. Weil die Silverglade-Uhr ja, stehen geblieben ist. Ja, okay, meine Lieben, dann sehen wir uns morgen wieder. Also bis dann. Ciao. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr, sehr dolle freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben könntet und die Glocke auch zu aktivieren. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, würde ich mich sehr dolle freuen, wenn ihr also ein Abo da lassen könntet, weil ich versuche regelmäßig Videos hochzuladen. Und ich würde mich auch sehr, sehr dolle darauf freuen, wenn ihr also einen Kommentar da lassen würdet, weil ich lese sehr, sehr gerne eure Kommentare und so. Ihr könnt mich auch auf Facebook folgen, da heiße ich Lena Zeilenbritschke. Genauso wie auf Instagram heiße ich auch Lena Zeilenbritschke. Da werde ich mal zwischendurch auch mal ein paar was hinposten und so, was ich gerade neu entdeckt habe oder informiere euch drauf, wenn ein neues Video hochgeladen kommt.